Servus, grüß euch und herzlich willkommen zu einer Mod-Vorstellung vom Güllefass. Ja, ich sag speziell Güllefass im Sinne, weil es ein Güllefass ist mit mehreren Marken, Modellen und verschiedenen Variationen, Bereifung, Aufsätze und dergleichen. Ja, man sieht eh schon, ich habe da 5 Variationen am Kirchner mit den Reifen. Standard, glaube ich, sind, nein, das war nicht Standard. Standard sind am Watte gekommen. Ja, was haben wir da? Da war der Streumix, genau. Da ist Bauerfassel, das Vakuodeck und das Fliegel. Jedes Fass hat seine eigenen Variationen, beziehungsweise jedes Fass kann mit jeder Variation ausgestattet sein. Ich habe jetzt ungefähr ein paar verschiedene Reifendimensionen, beziehungsweise Reifen, Marken ausgewählt. Man gibt ganz verschiedene im Shop, wo man sie anschauen und aussuchen kann. Weiter zum Beispiel sind am Fliegel, aber die Kohlfliegel, man weiß am Fliegel. Also, für mich die Gewöhnungssache ist, aber am Fliegel finde ich was auf besser aus wie auf anders. Aber ich habe andere Variationen für die Marken auch noch, aber die stehen auf die Felder. Über 3 Traktoren und 3 Fassel wieder zusammengestellt. Und dort werden wir das dann einmal ausprobieren, weil wir hinten verschiedene Verteiler, den Schwankopf, den Pendel, ja, da gibt's einmal, das schauen wir uns jetzt einmal gleich an den Shopper. Ja, also wir benötigt 130 PS, 10.500 Liter Bass in das Fassleine, 10 Meter hat die Steuerbreite bzw. die Ausbringungsbreite. Man kann 17 km/h fahren und kostet im Unterhalt 30 Euro pro Tag. So, das ist Fassel, das sind die Hauptdaten. So, man kann jetzt aber dann die Farbe auswählen, das Grundgerüst, das heißt da, bzw. die Felgennarbe. Dann kann man die Reifen auswählen, Breitreifen, die BDK, dann super, Trelleborg kann man sich aussuchen. Dann ist es so kombiniert, so wie die Farben in der Reihenfolge, dass man das gut gemeinsam abstimmen kann. Warte, der Kirchner, Bauer, Streumix oder Fliegel. Dann kann man aber noch dazu auswählen, so dass ich nicht falsch sage, wenn man die Dynamic Hose verwendet, dass man das verwendet oder nicht. Kostet nichts, das ist nur optisch oder ein Traktor, das man hinzufügen kann. Dann gibt es hinten den Prallteiler, der ist normal, den Schwanhals, den habe ich ja schon gesagt, den Schwenkverteiler und den Mörsch. Mörsch ist der kleine. Schwenkverteiler ist der obere. Und ja, Mörsch, genau. Dann gibt es die Halterungen, Haarhalterung, Kohlflügel, mit Kohlflügel. Und die kriegen Kohlflügel und mit Kohlflügel. Dann gibt es Einzel oder ohne Messung. Mit Messung ist doppelt ohne Messung, bla bla bla. Kommt man auf einen Durchschnittspreis zwischen 23, 20, 25.000 Euro. Also so ist wieder. Bei 23 ist normal. 23.000 aufwärts. So, also man hat da verschiedene Fassel. Die Qualität ist hervorragend. Das funktionieren alle Fässer bzw. das Fass. Fehlerfrei, es ist lockfrei. Das sieht man glaube ich jetzt da weniger. Vakuodeck, oh ja, da, fehlerfrei, habe ich ja gesagt. Da ist der Mörscher, Ballteller. Und da haben wir einen Schwanenkopf und da ein Ding. Ballteller. Ja, jetzt vergiss ich das schon wieder, ja, Wahnsinn, ja. Ballteller schon halt. Da, Schwenkverteiler. Genau, so, das sind unsere Traktoren, na. Und die geht jetzt nicht, wir sind uns gleich am Feld und dann so, ich habe jetzt das Kirchner Güllefass mit einem Schwanenkopfverteiler. So, genau so. Auf den habe ich jetzt die Kohlflügel auch oben zum Beispiel und die Felgennarbe. Ich fahre jetzt hier mit 160 PS, 130. So, warte, das müssen wir mal leiser machen, weil der Traktor ist ja laut. So. Also die
kriegen, und das haben wir mindestens ein viel und haben sogar mehr. Dann haben wir schon ein Streubild. Und das ist aber in dem Sinne schon ein Streubild, weil das schön animiert ist. Und das ist... die, was ich meine, wissen das. Wenn man hier da aber ein kleiner Weg mal davon. Das Gefühl, das Ding ist, man merkt auch, dass der Voll- und Leer-Animation damit auch funktioniert. Hoppala, was hat jetzt der Computer? So, dann haben wir da das gleiche mit dem Bauerfassel. Da wird die Trellebackmeer von oben gegeben. Wieder, dann mit seinem Löscherverteiler, dass man den Namen gesehen hat. Da ist gar nichts rausgekommen. Hier wieder genau jetzt rein und alles schön animiert, und man sieht dann mit dem 310er geht das ohne Probleme. Okay, dann einmal aufgefahren und der Kauf ist, glaube ich, auch kein Problem, das ist ja mitbekommen, aber das Drive Control drinnen, dass ich alle Fallen damit 10 km/h schön bergauf, das heißt 100 PS reichen immer aus. Und da habe ich zum Beispiel eine einseitige Halterung bzw. Füllstandsanzeige. Und der Dynamic Hold ist da auch mit verbaut, wenn es der Traktor hat. Man kann es natürlich ein- und ausschalten, aber das liegt immer bei jedem Server überlassen. Ob es verwendet oder nicht, bei mir Holland, da habe ich das Fliegelfassel. Da haben wir einen Schwenkverteiler. Da fahren wir jetzt halt. So, hoch KMH ist immer gut, sagt die Feuerwehr, man hat mit dem Traktor, der Rest war aber stufenlos. Das heißt, das gibt genauso seine 17 km/h. Die Animation passt auch wieder. Und ich glaube, ich brauche mich nicht beschweren. Das funktioniert gut. Natürlich ist dann ein Unterschied, ob es mit einem stufenlosen Getriebe fährt. Die Fahrgeschwindigkeit, Anpassung etc. dass man die das dann selber einstellen. Da habe ich wieder beide Ansichten für die Füllstandsanzeige. Ja, so ist es. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe diese kurze Einblick in diesen Mod gefallen. Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen, und dann sehen wir uns im nächsten Video hoffentlich wieder. Danke fürs Zuschauen. I guess I'm one of them. Don't you?